Moin Moin und ich hoffe, gleich geht die Sonne auf. Willkommen zurück zu Grounded. Ja, Mathilde ist auch da. Und ja, etwas Lustiges ist passiert im Off. Und zwar hat da Heinrich Durst gehabt und wollte hier zu so einem Grashalm. Das Geile ist, bei der Falle da hinten ist jetzt auch so eine Spinne auf Speed angekommen, die mich sofort gesehen hat und gleich gekillt hat. Ich habe es nicht geschafft, auf den nächsten Stein da zu kommen. Und ja, ein Arschlochkäfer war hier auch um die Ecke. Ach, sogar diese Läuse oder Grasläuse oder was das für Viecher sind, die sind jetzt hochgerannt. Auch vor Angst. Wahrscheinlich, ja. Also ich wäre bereit für einen Spinnenmord, wenn du auch da bereit bist. Ja, ja, ich will hier gerade noch ein paar Speere vorbereiten, weil wir müssen das ja reinhauen als die... Gut, dann trinke ich mal... Deswegen heute! Boah, ein bisschen Wasser! ...und dann mache ich mir noch ein paar Speere, damit der Spinne in den Arsch jagen kann. So. Man muss ja immer... Ne? Ausreichend gutes Wasser trinken. Nice and clean. Nice and clean, ja. Das ist sehr wichtig, dass Peter das immer sagt. So. So, ich habe mich gerade... Oh nein. Ich habe mich... Oh, doch, ich komme noch raus. Ich habe mich gerade versprungen. Nein, die Spinne ist schon da. Wuhuhu, fick dich. Arschloch. Ich gehe mal auf die andere Seite, damit er nicht direkt unter die Treppe bleibt. Ich habe jetzt mehrere. Also man muss nur in diesem Gebiet irgendwie runtergehen, dann kommt er schon angeschissen. Spider. Kommt schon. Hey du. Hey Feigling, komm her du Arsch. Ach, das ist eine Wolfsspinne. Ja, los. Zeig mir mal Spider auf Speed. Speed Spider. Ich habe nur Angst, dass wir, wenn wir die ganzen Ameisen da treffen, dass die dann auch... Werden, ne? Ja. Boah, ich... Ich habe eine Ameise getroffen. Das werden wir gleich da alles töten müssen. Also jetzt sind da echt diese... Ja, oh, jetzt sind alle Ameisen wütend. Ach du Scheiße. Aber vielleicht sind die Spinner wütend auf die Spinner. Nee, nee, eine Ameise ist hier schon... Ah, geh weg. Vorsicht, Heinrich. Alter, verpiss dich. Die haben die Falle kaputt gemacht. Ah, oh, scheiße, ein Meer von Ameisen, die uns killen wollen. Oh je. Yeah. Jetzt ist es Summer. Scheiße, Invasion der Killer-Ameisen. Ich brauche immer... Ich brauche Ausdauer. Scheiße. Wollt ihr eine Spinne töten und jetzt machen wir hier einen Ameisen-Massaker, ey. Wir brauchen eine neue Truhe. Die Spinne macht da unten auch noch mit, ey. Oh, Ausdauer. Hab ich grad Schaden gekriegt? Nee. Oh. Aua! Oh. Au! Ja, wir stehen zu nah. Ich muss mal kurz heilen. Ja, wir tauschen... Nein! Fuck. Unter der Basis ist der Bombardierkäfer. Alter Schwede. Ja gut, aber das wie wir es gebaut haben, hat Sinn gemacht. Die sind nicht hochgekommen. Okay, die Ameisen sind nicht mehr sauer. Müssen da... Okay, ich komme zu dir rüber. Der muss sterben. Kommt er auf den Stein hier? Er hat sich wieder geheilt.
Geht schon wieder die Sonne unter? Nee, die wandert ganz schnell. Wandert aber ganz schön schnell, du. Immer auf zu wandern da. Sehe mein Ziel nicht. Wir merken uns, diese Blumenfallen packen wir weiter weg von der Basis. Hey, oh nein, mein Bogen macht nicht mehr lange mit. Oh, ich hab noch. Ich hab nur 22 Pfeile und meine Ausdauer. Nee, mein Bogen macht bald nicht ja, mehr. Ich krieg den so nur noch alleine hin, wenn der sich nicht bewegt. Müssen nur aufpassen, der Arschlochkäfer ist direkt da drunter. Der ist hintenrum reingekrabbelt. Yeah! Juhu. Looten! Pfeile aufheben! Ja. Da kommt er. Scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Kommt nicht rüber. Pfeile aufheben. Ey, du Sausack! Boah! Säurespritzer! Erstmal die ganzen Pfeile aufsammeln, jetzt ist ein paar Meter weiter weggegangen. Ah ja, kommt gleich wieder. Vielleicht dahin auf die andere Seite. Die Ameisen dürften jetzt. Oh, hier sind noch tote Ameisen. Hallo! Hallo Ameisen. Nice and clean, ne? Alles gut, ich hab euch lieb. Da war ein Speer von dir. Ja. Ich sammle gerade erstmal alles ein. Ja, ich auch. Oh, betraust du deine Toten? Wer? Die eine Ameise. Oh, was zu essen ist auch hier runtergefallen. Tot. Was hier alles gekillt wurde. Alter, das ist ein richtiges Massaker hier. Aber die Ameisen sind uns nicht mehr sauer, das ist schon mal gut. Weil die Ameisen sind ja eigentlich. Ja. Ich meine, die kamen hier zwar hoch, aber die Ameisen wären jetzt nicht das Problem gewesen. Ich komme da nicht mehr hoch. Scheiße. Ja, könnt ihr das mal reparieren? Soll ich versuchen, den Arsch zu arbeiten? Nee, ich will ganz kurz mich nochmal entleeren, oder? Nee, ich muss noch essen. Essen will ich kurz auf den Ofen packen, weil... Ich muss mich auch entleeren. Weil ich bin, hungrig. Mist, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Ja, ich habe so viele Ameisenteile, die ich loswerden muss. Oh! Ich habe Spider-Fang haben wir noch nicht gekannt, kennen wir nicht. Sehr gut, aber müssen wir das analysieren. Jawohl! Analyze. Und zwei Venom habe ich gekriegt. Jetzt haben wir drei Venom. Wir müssen mehr Spinnen töten. Was werden wir, wenn wir bessere Waffen haben? Ist gekocht? Bist du fertig? Nein, ich habe auch gar nicht meine Sachen angelegt. Nachdem ich tot bin. Glück gehabt, dass uns die Ameisen trotzdem nicht gekillt haben, ohne die Ameisenrüstung. Ja, mich. Aber der Bombardierkäfer nervt mich. Machen wir noch schnell einen neuen Buch. Ja. Den will ich wegkramen. Dann mache ich die andere Seite doch nochmal zu mit Grashalm. Ah, die Blumenfalle fand ich toll. Die war cool. So mache ich aber erst den einen Bogen kaputt, bevor ich den anderen anfange. So, wollen wir Käferchen? Oh ja, warte, dann... Ich stelle nochmal kurz was auf. Die Leiter will ich, die Treppe will ich wieder aufstellen. Hoch wie es geht. Müsste
gut aussehen. Okay. Am besten locken wir ihn dann wieder. Oder was, aber er kann ja nicht über die Falle rüber, ne? Aber er könnte. Warte, dann gucke ich aber von der anderen Seite, weil ich wette, wenn du auf den schießt, fängt er an, da wegzulaufen. Also bei mir ist er direkt an der Ecke. Oh. Er kommt direkt, ich lock ihn jetzt zu. Ich lock ihn zu mir an. Wenn ich treffe. Und Pfeile sammeln. Ich kann hüpfen, du Arschloch. Naja, rennt zurück, weil er merkt, er kommt nicht rüber. Das heißt, ich kann hier drunter springen und Pfeile sammeln. Ist er da? Oh, ein Speer. Wo ist er denn? Hinter mir. Ach so. Das heißt, ich muss hier wieder rüberspringen. Achtung. Aua. Aua. Oh, da ist ein Loch im Stein. Aber nicht den Stein nicht zu Ende gebaut? Ah. Was machst du? Warte. Lass dich. Alles gut noch, ich hab noch 25 Sekunden. Er macht die Steine kaputt. So ein Arschlochkäfer. Oh, jetzt geh mal zur Seite und heil dich. Ah, den hole ich mir. Dieses Arschloch. Ah, er kommt da schon wieder. Jetzt hat er sich geheilt, ne? Ja. Och, ist das ätzend. Bin ich mutig! Ey! Jetzt Säure! Triffst du? Ja, du machst das super. Achtung! Er hat Säure! Was ist das? Ach so, ich stand in Säure. Okay. Hau ihn tot! Heil mich! Das ist der Sieger! Heil mich! Oder hat die Falle mich getötet, weil ich so direkt auf der Falle liege? Super! Ich mauere jetzt beides zu. Oh, jetzt habe ich hier ganz viele Speere gesammelt. Ja, ich pack welche dann später in die Kiste, weil ich brauche jetzt keine neuen Speere. Alles gut, ich habe auch gerade mega viel Pfeile. Ja. Einige sind einige von dir dabei. Ich hatte irgendwas Mitte 50, jetzt bin ich bei 33. Ich bin schon über 60, also. So, dann. Ich meine, es geht nur darum, dass er da nicht drunter dass sie nicht da drunter spawnen und das. Ja. Muss jetzt nicht hübsch sein. Und Gras gibt's ja überall hier, es kostet ja nicht die Welt. Dazwischen kriege ich jetzt nicht zu, oder was? Ganz viele Pfeile sind jetzt da unter dem. Aua, 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 aua! Unter dem. Ja, Stein. Ist halt so. Also unter der Mauer. Was machst du? Jetzt weiß ich nicht, was du machst. Ich habe mit meiner Mathilde gesprochen. Ach, da ist Wasser. Ich brauche Wasser. Don't even need to boil it. Oh, nice and clean. Bei mir hat er gerade gesagt, don't even need to boil. Ich weiß, bei mir auch. Nein, bei mir fängt es hier schon wieder an, sich komisch zu verschieben alles. Ich muss mal gucken, ob ich das Spiel updaten kann irgendwie. Wir installieren noch ein paar neue Installationen. Nee, das hilft eher weniger. Also es hilft, glaube ich, nichts. Ich habe dir noch mal 20 Pfeile in die eine Kiste gelegt. Danke.
Achso, das Ding. Ja, genau. Jetzt nur noch einer. Mit was hast du dein, mit was hast du deinen Bogen repariert? Ich hab einen neuen gebaut. Ach, du konntest damit irgendwie reparieren. Oh, und ich sehe gerade, dass mein Mikro oben war. Du meintest doch, hier gibt es irgendwo noch Bombardierkäfer. Nee, das, den haben wir ja gerade gekillt. Achso. Achso, ich hatte noch irgendwo einen gesehen, ja. Aber, irgendwo bei Stein. Ich weiß, wo der ist, aber ich kann es gerade nicht erklären. Ich will ganz kurz, es geht ja ganz schnell mit dem Grashalm hier. Ich will das nur kurz zubauen. Ja. Und dann brauche ich noch meine ein paar Pfeile mehr und dann können wir den auch gerne töten. Okay. Ich mache auch gerade die Treppe nochmal heile. Ja, hervorragend. Das ist echt gut mit diesem Lager hier. Ja, wir haben genug Platz und... Ja, deswegen, also... Wir könnten quasi auch mit den Holzdingern dann noch weiter nach außen bauen. Aber das sehe ich nicht, dass wir das machen müssen. Wir haben ja genug Platz. Nee, bis jetzt haben wir genug Platz. Auf dem Stein, also... Noch würde ich es auch nicht machen. So. Ein Grashalm noch und dann reicht das. Ach, du machst das so. Okay. Ja, ich habe das jetzt einfach jetzt irgendwie vollgeballert da und Arschlecken. Ja. Dann packe ich die letzten beiden, die ich habe, oben hin. Da liegt auch noch einer. Da liegt auch noch einer. Kidoki. Warte, ich komme zu dir, Heinrich. Achso, du bist noch unterwegs. Jupp. Also, ich weiß auf jeden Fall, da wo wir vorletzte Folge waren, das ist 5 Meter entfernt, da war ja auch ein Bombardierkäfer und ein Marienkäfer. Bitte, warte. 1, 2, 3, 1, 2. Oh, das sieht hier immer noch kacke aus. So, ich habe mich von ein paar Speeren getrennt. Okay. Die Speere, die ich noch habe, repariere ich einfach mal. Also wir brauchen auch auf jeden Fall Sap. Also von daher wäre es nicht schlecht, wenn wir Richtung Eiche uns bewegen. Ich brauche nur eine Nuss. Ja, dann ist die Eiche auch nicht schlecht. Aber warte mal, jetzt lass uns erstmal nochmal einen Bombardierkäfer holen. Okay. Der Bombardierkäfer, den ich gesehen habe, ist hier so Luftlinie. Hinter der Distel, was das ist. Warte, ich komme zu dir, ich folge dir. Ich habe meinen gefährlichen Ameisenklapp. Follow me. Yes, I follow you. Das Wasser. Ja. So. Nice and clean. Nee, war eine angefangene Wasserflasche, da war kein Sprudel mehr drin. Lecker. Jetzt schmeckt es nach Leitungswasser. Nice and clean. So. Hinter. Hier sind irgendwo in der Nähe auf jeden Fall die Stinkkäfer. Und hier hinter dem Baumstamm war letzte Folge ein Arschlochkäfer. Vielleicht ist das ja der, der dann zu uns hingelaufen kam. Oh, da ist auf jeden Fall ein Orb-Weaver. Ja. Spinnilein. Guck nur, wo wir einen Höhenvorteil kriegen könnten. Wenn nicht, bauen wir uns hier eine Treppe hoch. Kommt der dann auch hoch? Wir können die Treppe dann ja wieder abreißen. Meinst du, wenn wir so schnell sind? Na gut, wir können noch einen Rest hüpfen, ne? Ich baue die so, dass wir hüpfen müssen. Okay. Dup, 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 dup und dann hüpfen. Ja, und jetzt müssen wir erstmal das ganze Zeug hier kriegen. Ja, das ist doch irgendwie schnell gemacht. Oh, da ist Sepp.
Ja, hol mal Sepp. Jetzt brauchen wir Grashalme. 1, 2, 3, 4 und einen Stamm. Das sollte doch schnell gemacht sein. Mist. Kann man Grashalme und einen Stamm transportieren? Keine Ahnung. Dann werde ich jetzt mal testen. Das ist voll der Teich hier. Jo. Ja, das geht. Ich habe es noch nie getestet, aber es geht, es ist voll Porno. Das ist super. Also wir wollen jetzt da die Spinne gleich töten, oder? Können wir machen. Gut. Erstmal will ich gucken, ob das so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Weil da ist ja nichts, wo wir irgendwo hochgehen können. Hm. Ist jetzt nur eine Idee. Mhm. Wenn du was Besseres findest, sag. Mhm. Okay. Nein, ist zu kurz. Scheiße. Jetzt brauche ich nochmal Grashalme. Ich hack nochmal Gras. Ich bin gleich da. Okay. Guck mal, ob du da irgendwo noch einen Arschlochkäfer siehst. Roger. Bin gleich da. Hol nur kurz eine Arschlochspinne. Da sind zwei Arschlochspinnen. Oh, die kommt auf mich zu. Ich wollte doch nur Gras abbauen. Sie aggro, aber nicht auf mich. Sag Bescheid, wenn du auf dem Rückweg bist. Jo, ich brauche nur 4 für den Boden, ne? Ich glaube. Ach, dann komm, nehme ich einen 5. mit. Nee, da ist eine Speedspinne. Also ich habe kein Arschlochkäfer entdeckt, oder? Dann ist er halt weg. Dann haben wir ihn wahrscheinlich getötet. Ja. Aber jetzt will ich die Spinne haben. Ja, ich auch. Jetzt mache ich hier den Mega-Aufwand. Will man die schon allein aus Prinzip haben, ne? So, weg mit dem Grashalm. Jetzt funktioniert's. Jetzt kommt man rüber. Sehr schön. Und jetzt würden noch nicht mal Ameisen hinterherkommen, weil die halt gar nicht hüpfen können. So! Warte, ich muss gerade... Ach so. Ich dachte, du bist so mutig und lockst sie an. Ja, ich musste aber gerade erstmal so ein bisschen gucken. Und ja, ich bin mutig und lock sie gleich an. Nein! Ich hab noch getroffen. Komm zurück. Oh nein! Du Feigling, komm zurück! Ups, ich bin daneben gesprungen. Hä, was greift der mich an? Sie kommt. Na, sie kommt da durch diese Kackpflanzen nicht durch. Doch, da, ah. Ich hab's aber gerade getroffen. Ey, du musst aggro sein, ich hab dich getroffen. Oh, das ist nervig, ich treff die. Jetzt aggro genug. Oh scheiße, ich komme nicht hoch. Scheiße. Ich muss da... Lauf hierher. Nein. Ist sie hinter mir her? Nein, sie macht gerade hier den Aufbau gleich kaputt. Also zumindest hockt sie da gerade. Scheiße. Habe ich mich einmal versprungen. Aus Panik.
Dann trinke ich erstmal was. Nice and clean. Nice and clean. Oh, hör doch mal auf, so hin und her zu rennen. Jetzt komme ich da auch nicht hin, ne? Heinrich braucht einen Plan B. Aber hier ist ein Pfeil. Nehme ich den schon mal mit. Ach, weißt du was? In ihrer Spinnhöhle war doch eh noch was drin, ne? Ja, ich hoffe nur, meine Pfeile reichen für die. Oh, Nektar. Aber sieht gut aus. Ah, hier kommt man auch zu den Blumen hin. Müssen wir eh eine neue Falle bauen. Nee, geht nicht so, wie ich mir dachte. Schade, doch. Nee. Doof. Gut, Wissenschaftspunkte gibt's hier nicht. Ich hab sie getötet. Nice and clean. Aber ich habe leider kein Spinnengift bekommen. Oh, das ist doof. Aber ich habe sie getötet. Ja, dürfen alles deine Pfeile sein, ja. Zwei nehme ich mir aber. So, jetzt habe ich 51. Sehr schön. Arschlochkäfer habe ich aber trotzdem nicht gefunden. Nee, dann wird es der gewesen sein. Dann können wir trotzdem gleich zum Baum weitergehen, um ein bisschen Sepp zu holen. Ja, der Baum ist ja hier geradeaus runter. Genau. Aber vorsichtig, da in der Ecke ist auch irgendwo eine Speed-Spider-Wolfsspinne. Mist. Ey. Nee, ich wollte die Waffe wechseln. Und, weil das Vieh ist schon weggerannt, wo ich es abschießen wollte. Naja. Man könnte ja auch dann, wenn man schon mal hier ist, bei Burgel reingucken. Vielleicht hat er ja noch mehr Sachen für uns. Wenn man schon mal hier ist. Ja. Genau, da wollte ich gerade sagen, der hoch. Weil hier sind manchmal Kackspinnen. Ja, ich habe vor allem Web gesehen. Oh, sollen sie doch bekämpfen. Ah, da ist ein großer Sepp-Klumpen. Sepp. Brauch die Nuss. So. Oh, so viel Sepp. Nur ein Nussschale? Ist ja echt ätzend. Da. Bis ich fliege. Jetzt habe ich nur zwei Shells bekommen. Diese komischen Ahorn-Tops, die kriegst du immer hier. Ja. Die brauchst du nicht. My mom always says I light up a room.
Um was? Man kann auch so einen Sammler für das Baumharz tatsächlich aufstellen und das dann sammeln. Okay. Geh mal kurz gucken, ob wir einen neuen Auftrag von Burble kriegen können. Ja, mach mal, ich brauch. Ich sammle noch mal ein bisschen Ahorn. Wir haben zwar von denen, die wir noch haben, noch nichts erledigt, aber. Hm. Ich sehe gerade, ich sollte mal langsam was trinken. War mal jemals im Baum? Ja, also ich bin da tatsächlich mal drunter durchgelaufen. Ganz mutig. Gab es da Feinde? Also ich hatte Glück und es war gerade keiner da. Gut, bei mir scheint es auch leer zu sein. Weil es ist ja riesen viel Platz hier. Leider ist meine Fackel nicht so gut. Das ist ja ein Sepp-Paradies. Ach schade, ich habe hier die drei, ich kann keine neuen annehmen. Schade, gibt nichts Neues bei Burble. Nichts Neues von Burble. Nope. Jo. Ich sehe gerade keine Nüsse mehr da hinten. Ah, Sepp. Aber hier scheint irgendwo in der Nähe von diesem Laboratorium eine Spinne zu sein. Ich höre nämlich. Die Nuss hat sich herausgestellt, ist ein fucking Adder. Ich habe was gelernt. National Explorer. Cool. Warum auch immer. Weil ich die ganze Zeit Nussschalen suche und sammle. So. Oh, ganz viel Saft. Ich bin im Saftland. Oh ja, oh, Saft, Saft. Guck dir, Alter, guck dir das an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ich komme zu dir ins Saftland. Weißt du was? Bald mich hier der Klee durch. Ich trinke hier mein Wasser und dann hole ich mir jetzt hier. Ja, dann mache ich die Kantinen mit dem Saft voll. Vor allem, die machen ja auch senken ja auch den Hunger, ne? Das ist ganz cool. Ich trinke die jetzt auch, um satt zu werden. Alter, sind ja riesige Teile hier. Cool. Aber ich bin jetzt auch satt. Wir wollten immer noch Arschlochkäfer suchen. Ja, ich habe noch einen Slot. Ich habe noch zwei. Nein, ich habe mein Venom-Zeug nicht rausgepackt. Oh ne, warte, jetzt habe ich sogar drei, weil ich meinen alten Bogen gerade weggeworfen habe. Der ist kaputt. Kaputt, aber man kann ihn doch reparieren. Kaputt. Repair. Du brauchst da einfach nur Rope für. Ups. Egal, jetzt habe ich einen neuen. Ja, sagen, kannst du ganz billig reparieren. Ja, ich wollte den reparieren, aber wahrscheinlich muss der ganz kaputt sein, damit ich den reparieren. Ja, oder du wusstest nicht wie. Ist ja nicht so. Nee, schlimm. Ich hatte ihn ja angeklickt und da wurde mir das Repair nicht angezeigt. Mhm, glaube ich dir. Jetzt wollen wir dahin gehen, wo letztes Mal der Marienkäfer und der Bombardierkäfer waren. Jo, wo waren der denn? Follow me. I know the way. But I hope we don't run into a spinne like this. Right over there. Senbigo. I need Höhenvorteil. Yes, yes, I know. It's very important.
Yes, and I need a Weg um diese Baumstämme rum, ohne in eine Spider zu laufen. Hier looks good. Schnell durch, da könnte irgendwo eine Spinne sein. Halt, hab... Oh, Spinne kommt! Spinne kommt! Spinne kommt! Warte dich? Ich weiß nicht, sie ist hinter mir her, glaube ich. Oh, sie hat mich da. Oh. Ich bin hier ganz in der Ecke, also hier komme ich nicht weg. Ich muss irgendwie wieder außen rumkommen. Du kannst in den See springen. Ja, das würde ich auch im Zweifelsfall tun. Wir müssen irgendwie auf die andere Seite da von den. Von den. Ja. Also im direkten Kampf werden wir wahrscheinlich verlieren. Ja, da bin ich auch nicht allzu scharf drauf, bin ich ganz ehrlich. Also wir werden ja irgendwie drum rumlaufen müssen. Oder das irgendwie. Na, hier links kannst du auch. Ja, hier sieht's gut aus. Oh, dieser Wurm. Die erschrecken einen immer so. Ja, wenn man gerade so... gerade Kontakt also mit der Spinne hatte. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob da jetzt auch ein Bombardierkäfer und ein... Zur Not müssen wir... Marienkäfer waren, aber letztes Mal waren hier in der Ecke welche. Ach, halt die Klappe. Irgendwas will mich angreifen. Ach, die melden mir schon weh. Aber ist doch gut, die haben, bringen doch was. Das, was sie brauchen, oder was sie da dieses... Das brauchen wir doch für Pfeile oder so. Ja. Maidfass. Jetzt bin ich voll. I mean, this is probably what bottled water is. Außer 9 Maidfass kriege ich noch rein. Hm. Ach, Kackwurm. Eine Agromeise. Hm. Also hier auf dem Stein, weiß ich noch, war der Marienkäfer. Und die... Oh, hier komme ich gut hoch. Stimmt, der Marienkäfer ist aber nicht da. Aber ich komme jetzt auf den Stein. Nein. Kampfmusik. Oh, oh, ganz blöd. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, von wo was ist. Also ich sehe keinen großen Käfer in deiner Nähe. Ach, eine Milbe. Geh sterben. Hm. Wasserfloh im Nichtwasser. Wasserfloh im Nichtwasser? Hier ist ein Wasserfloh. Hier ist doch kein Wasser. Ein Luftfloh. Hä? Ein Luftfloh. Ein Geistfloh. Es ist hier warmer Wasser vielleicht. Hm. Ein Geisterfloh. Faszinierend. Da unten, hier ist auch eine Markierung. Sollten wir hier was bauen? Ah, da ist ein Arschlochkäfer unten links. Ah. Hm. Hier ist auch unser, Stimmt, hier war die Höhle. Dann kommt man hier aber aufs Blatt wahrscheinlich. Ich gucke da mal. Da habe ich kein Licht, das ist auch doof. Wenn ich hier so auf dem Blatt bin. Jo. Erstmal leuchte ich, damit ich ihn sehe. Nee, das ist ein Blatt. Der leucht mal da runter. Habe ich doch gerade seinen Arsch gesehen, seinen Ah, hier. So, ich eröffne das Feuer. Oder du. Jetzt sehe ich ihn wieder nicht. Uhuhu. Uhuhu. Oh, ich bin ausgenockt. Ah, oh, scheiße. Noch 20 Sekunden. Ja. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht. Sag dir Bescheid, wer da kommt. Achtung, er kommt in unsere Richtung. Er kommt was anderes, Mist. Er ist mit dem Lagerfeuer beschäftigt. Ah, eine Milbe war's. Auf 15. Oh, jetzt kommt er, er kommt. Das gibt's doch nicht. Du Arschlochkäfer. Ah, er kommt hinterher. Oh,
hau ihm mit dem Endclub auf die Nase. So, wo ist er? Auf dem Blatt, super. Ja. Jetzt müsste ich dich retten können. So. Achtung! Jetzt bin ich K.O. Scheiße. Mann. Geh weg, ich will Peter helfen. Nee, er geht zum Lagerfeuer, macht das Lagerfeuer wahrscheinlich kaputt. Oh, er geht jetzt tiefer. So, jetzt kannst du mich. Peter, hang in there. You're gonna be okay. Also ich hätte ihn vom Blatt aus getroffen, um ihn anzulocken. Okay. Warum bin ich hier aufs Blatt? Okay. Okay, warte, ich gehe hier nochmal auf den Stein. Genau, was greift er mich jetzt schon wieder an? Wahrscheinlich wieder so eine doofe Milbe. Aber die Milben sieht man immer nicht, das ist das Doofe. Ja. Oder ist der Arschlochkäfer? Arschlochkäfer. Ins Auge. Treff den von hier. Ich treffe ihn ins Auge. Ich mach das Augen kaputt. Auge müsste extra Schaden geben. Ich find's voll fies, dass es. Das sagst du jedes Mal. Ja, oder ein Headshot. Oh, ich brauche Ausdauer. Und ich bin fast tot. Sackgesicht. Ich muss mich erstmal heilen. Danach müssen wir. Oh, jetzt ist der scheiß Wasserfloh im Weg gewesen, ey. Ist der Wasserfloh aggro? Wasserfloh. Boah. Das war ja echt hart. Das sind aber wieder viele Pfeile hier. Pfeile. Aber ich finde es schön, dass man die Pfeile zum Großteil wieder einsammeln kann. Inventar ist voll, weil ich Mist gesammelt habe. So, ich habe jetzt wieder 47. Pfeile schon mal. Ist ja wie in echt, ne? 49. Wenn man Bogen schießen geht, so, dann muss man auch die Pfeile wieder sammeln. Ja, immer das Pfeile suchen. Oh, da ist noch ein Pfeil, dann bin ich genau 50. 48 ist okay. Hm. Ich bin jetzt voll. Ich würde jetzt gerne mal einen Saft trinken gehen. War da nicht hier um die Ecke? Keine Ahnung. Aber keine Ahnung, können wir auch die Folge beenden. Mit keine Ahnung meinte ich, ich weiß nicht, ob der Saft hier einmal um die Ecke ist. Ja, lass uns zurückgehen. Ich folge dir, ich habe nämlich kein Licht. Ah doch, Saft ist um die Ecke. Ich folge dir. Der Saft müsste doch. Ah ne. Denk dran, jeder Saft hat zwei Seiten. Ach, leck mich im Arsch, geh mal nach Hause. Okay. Scheiß auf den Saft hier. Ja, Saft euch. Einfach weil sie hier so rumliegt. Oh, guck mal, hier ist noch Dandelion. Da können wir Holz mitnehmen. Dann kann ich nicht mehr leuchten. Ja, das nehme ich noch. Milben? Nee, die hat einen Rüsselkäfer gejagt. Do, Baumfeld. Ich dachte mir, wenn man dem schon so über den Weg läuft. Hier sind noch zwei, genau. Mehr kann ich nicht tragen. Oh, muss ich jetzt auch noch tragen? Gut, dann kann ich nicht mehr kämpfen. Wo ist unser Hause? Zu Hause? Da lang. Ich leuchte dir den Weg. Achso, ja, dann lauf noch vor. Ich finde das gut, dass man da jetzt das so lagern kann. Mhm. Wenn man schnell was bauen will, kann man es sich holen und zack. Ja, und immer wenn man mal jetzt unterwegs ist und gerade nach Hause geht, so wie jetzt, dann sieht man, oh, guck mal, da ist ja eine Pusteblume, dann kann man die umhauen.
Jo. Ja, und dann lagert man das Holz ein. Ich meine, Gras haben wir ja sowieso immer um die Ecke, aber gerade mit Holz finde ich das sehr gut. Das ist sehr, sehr praktisch. Jetzt müsste bei uns immer nur mal Ringkäfer langkommen, der immer, Guck mal, wo wir sind. Ach, stimmt. Ach, schau einer an. Ach, ist das nett. Bin ich zur falschen Basis gelaufen? Nee. Oh, hier. Ah, warte, ich hänge fest. Ich komme hier nicht Leute, durch. Leute, ich sehe nichts. Jetzt kommt der Saft. Guck mal, Leute, hier ist Wasser. Ja, und der Saft fällt schon quasi unter unserer Basis. Habe ich gerade einen Tropfen verfolgt. Okay. Jetzt können wir weitergehen. Siehst du, bräuchte mal gar nicht zurückrennen. Schnauze. Ich habe ganz viel Säb gesammelt. Ah, Spinne! Fuck you! Ich hab meinen Stamm verloren. Oh. Ah, dafür komme ich nach Hause. Ich bin entkommen. Ja. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe nichts und hier sind Spinnen. Ja, es tut mir leid, ich musste laufen. Ich habe einen Schlag abgekriegt. Ich hänge hier irgendwie fest und ich bin verfolgt. Mami. Aua. Ich habe mein Zeug verloren. Alles? Ja, die hat mich angepufft und ich habe alles verloren. Naja, das war jetzt nicht das Schlimmste. Ich lebe noch. Ja, das ist wichtig. Die hat mich einmal gezwickt und ich habe alles fallen lassen. Ja, das habe ich auch, aber da ich mich ja schon hochgeheilt habe, bin ich nicht gestorben. Ja, ich bin Gott sei Dank auch nicht gestorben. Och. Gut, dann beenden wir jetzt die Aufnahme. Ja, ich hoffe, ihr habt... Oh, wir brauchen mehr Truhen. Ihr habt wieder Spaß gehabt beim Zusehen und Mitfiebern. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch mal gerne einen Kommentar oder ein Like. Und für die, die es noch nicht getan haben, ein Abo wäre ganz gut. Ne? Gut, dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.